der Stream läuft, dann begrüße ich euch alle herzlich zu unserer Fraktionssitzung. Wir haben als Top 1 die Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Dort gibt es derer 3. Warte mal, Moni, bitte. Achso, das ist alt, oder? Moni bittet darum, den Änderungsantrag vorher abzustimmen. Das ist aus dem alten Protokoll noch. Das andere Pad? Mit der 23. Moment. Ach so, okay, ich beim. Danke, ich war in dem alten Pad. Zeitreiseantrag? Ja, ein Zeitreiseantrag. Ich habe einfach die oberste Fraktionssitzung genommen, ich Depp. Kann ja noch. So, also wir kommen noch zur Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Dort gibt es 3 verschiedene Themen. Einmal den PUA NSU mit 15 Minuten, Taktik für das nächste Plenum mit geschätzten 20 Minuten und Personalsachen von Grumpy mit ca. 15 Minuten. Gibt es dazu Fragen? Nein, dann machen wir das im Paket. Gibt es Einwände dagegen, dass wir einen nicht öffentlichen Teil von ca. 50 Minuten abhalten werden? Ist das eine Meldung oder eine? Okay. Okay, ja. Daniel, dagegen gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann werden wir es so machen, wenn das mit dem Timing wieder alles so klappt, wahrscheinlich nach der Pause. Tosu, du hast eine Frage, bitte. Was ist mit dem Protokoll gerade? Das Protokoll macht netterweise der Grumpy, weil wir eine Krankmeldung haben. Okay, dann. Ist damit deine Frage beantwortet? Ja gut, dann helfe ich dem Grumpy ein bisschen. Das finde ich super, danke. Du könntest ja eventuell schon mal die Abwesenden eintragen, weil das hatte ich nämlich in dem alten Protokoll gemacht, fälschlicherweise. Dietmar? Ja, der Daniel hat jetzt gegen den nicht öffentlichen Teil abgestimmt. Vielleicht gibt es dafür einen triftigen Grund, der uns auch vielleicht dazu bewegen könnte, dass dagegen zu sein. Möchtest du den vielleicht dann vermitteln? Vielleicht erst Daniel und dann. Ich kann das gerne tun. Ich möchte aber gar nicht, dass ihr auch dagegen stimmt. Ich finde es schade, weil ich nichts von den öffentlichen Teilen im Prinzip weiß. Also ich kann mir nichts darunter vorstellen. Deshalb fragte ich vor der Abstimmung, gibt es Fragen zu einem der Themenbereiche? Ja, aber wenn wir die jetzt öffentlich diskutieren, ist das, glaube ich, irgendwie kontraproduktiv. Das könnte man zum Beispiel in einer Mail im Vorfeld ankündigen. Das fände ich schön. Deswegen jetzt an der Stelle eine Gegenstimme, ist aber in keiner Weise irgendwie böse gemeint. Lass uns das machen. Vielleicht als Anregung, dass wir das künftig machen könnten. Damit hat sich das erledigt, Frank? Ja, ne? Gut. Bericht des Vorstands und der Pressestelle und dem beginnt wie immer der Ingo. Schönen guten Morgen. Ein kurzer Blick zurück auf die vergangene Woche, da hatten wir ja Plenarsitzung und haben, wie ich finde, sehr gut abgeschnitten in der Medienpräsenz. Wir wurden zitiert zu den unterschiedlichsten Themen von Salafisten-Thema über die Jäger, die vor dem Haus demonstriert hatten. Wir waren mit Statements drin zu Bekenntnisgrundschulen, zur Terrorbekämpfung, über die Achterbahnen und auch zum PUA NSU und den zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Entwicklungen. Und außerhalb des Plenums wurden wir auch noch zitiert mit unserer regionalisierten Pressemitteilung über den Jugendlandtag. Also von daher, das ist schon, wie ich finde, ganz passable Medienpräsenz in der vergangenen Woche. In dieser Woche schauen wir mal, was uns so erwartet. Ich bin noch nicht dabei oder habe es noch nicht geschafft, alle meine E-Mails aus der vergangenen Nacht zu lesen. Und deswegen werde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt da noch nicht zu äußern. Vielen Dank. Vielen Dank, Ingo. Wir haben eine Meldung von Lukas. Vielleicht ein bisschen ergänzend, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Letzte Woche ist auch ein kleines Video entstanden als Replik auf die das Cannabiskontrollgesetz der Grünen. Wir haben da mal was ausprobiert in Verbindung mit der Pressestelle, auch mit Jaroslav und unseren Referenten. Das hat sehr gut funktioniert und das Video selbst funktioniert auch gut. Es hat doppelt so viele Klicks wie das Original. Also die Antwort hat mehr Klicks tatsächlich, als der Gegenstand, auf den geantwortet wurde. Das hat mich sehr gefreut und hat auch in den Sozialen... Bitte?
Momentan, ich glaube, 2.200. Und das ist natürlich super. Es hat in den sozialen Medien ganz gut funktioniert, wurde auf Facebook vom Hamm-Verband und anderen Akteuren auch geteilt und dort sehr rege kommentiert. Und danke an dieser Stelle an alle, die dazu beigetragen haben und auch eine Ermunterung an euch alle, sowas mal auszuprobieren, weil es funktioniert. Danke, Lukas. Wir machen weiter mit dem Bericht des Vorstandes. Joachim, eine Meldung von Daniel. Ich möchte das gerne eigentlich nur unterstützen und Danke sagen. Danke zunächst für das Video. Ich habe vorhin mit Jaroslav quasi auf dem Weg auch kurz schon drüber gesprochen. Ich finde das gut. Ich finde das eine coole Reaktion. Und man sieht halt eben, dass das funktioniert in den sozialen Medien. Und dieses Danke möchte ich halt verbinden nochmal mit dem Aufruf. Ich hatte das mit dieser U28-Woche vom BDKJ versucht. Lukas hat das ja jetzt gestern auch noch auf die Mailingliste gepackt, da möglichst sich vielleicht auch an der Diskussion auf Facebook zu beteiligen. Ich möchte einfach noch mal so mit Nachdruck sagen, dass das wirklich ganz schön wäre, wenn wir das tun. Ob jetzt jeder an der Diskussion teilnehmen kann, das weiß ich nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber gerade so dieses Teilen und Verbreiten und so weiter, das funktioniert schon. Wir haben schon eine große Reichweite, wenn wir unsere ganzen Twitter- und Facebook-Accounts so zusammenschmeißen. Und wenn wir das ein oder andere Relevante darüber teilen, dann ist das vielleicht gar nicht so ganz schlecht. Joachim? Ja, und wie ich gestern erfahren habe, wie mir beziehungsweise bei der SG-Pressesitzung des Bundes noch deutlich gemacht wurde, könnte diese Reichweite noch größer sein, wenn man einen solchen Blogpost an die Bundespresse übergibt und 15 Minuten wartet, bevor man das selber tut, weil die Bundesseite bei Google News gelistet ist. Das heißt, die Reichweite wäre noch größer. In Zukunft bei solchen vor allen Dingen bundesrelevanten Themen, und mir ist gestern explizit gesagt worden, Graspirin ist ein bundesrelevantes Thema der Piratenpartei, das erst über den Bund machen und dann ein paar Minuten später auf den eigenen Seiten nachlegen. Dann Bord und dann Lukas. Ja, das kann ich unterstützen. Ich war gestern also auch im Mumble der Bundespresse und habe da die Sache zu den Atommülltransporten denen mitgegeben, damit sie das verblocken können bundesweit, weil das eben auch ein Thema ist, was über Nordrhein-Westfalen hinausgeht, weil die Transporte halt durch andere Bundesländer, aus anderen Bundesländern und in andere Bundesländer kommen. Und das zweite Thema, was ich dann so im Moment drauf habe, ist das Jagdgesetz, wo ich auch nochmal was Ausführlicheres zu schreiben wollte, also nochmal das ergänzen, was wir schon haben. Und das ist dann eben ein typisches Landesthema, weil das würden wir dann hier im Land machen. Also da muss man sich das halt ein bisschen überlegen, aber man sollte das nutzen. Lukas? Ja, ich möchte nur mal anmerken, dass wir gerade dabei sind zu diskutieren über Vorgehensweise bei Pressemitteilungen. Sowas sollte abgestimmt und einheitlich gemacht werden. Und da bitte ich, also ich verstehe, wenn er, ich sage jetzt mal, wenn du Joachim das sagst, lass es uns so tun, dann weiß ich nicht, persönlich jetzt, soll ich mich jetzt dran halten und ab morgen genauso agieren? Ist das mit der Pressestelle abgesprochen? Ist das eine einheitliche Vorgehensweise? Und was ist mit den Leuten, die jetzt heute nicht hier sind? Das heißt, wenn es diesen Wunsch gibt und wenn auch alle anderen Akteure, die halt da eine relevante Rolle spielen, wie unsere Pressestelle, das für eine gute Vorgehensweise halten, dann hätte ich gerne auch eine Empfehlung, das so zu tun. So, und dann sind wir alle, glaube ich, einheitlich und dann ist auch keiner verwundert und fühlt sich übergangen, wenn es dann halt vielleicht nicht so gemacht wird oder anders oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich plädiere da halt irgendetwas einheitlich zu machen oder das entsprechend zu kommunizieren. Dann idealerweise abschließend dazu der Ingo, weil wir sind im Bericht der Pressestelle. Täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben schon diverse Male darüber gesprochen und auch da habe ich diverse Male und ich werde heute das letzte Mal anbieten, da koordinierend zur Verfügung zu stehen. So etwas macht durchaus Sinn, das auch zum Teil bei den Themen, wo es sich anbietet, vorher bei dem Bund und dann vielleicht auch beim LV reinzugeben und dann erst auf unserem Blog. Das macht durchaus Sinn, macht aber nur dann Sinn, wenn es tatsächlich auch koordiniert wird. So macht es beispielsweise auch nur Sinn, wenn wir mit einer Zeitung zusammenarbeiten und dort eine Exklusivgeschichte zur Veröffentlichung anbieten, dass man dann halt eben nicht vorher die SG-Presse informiert. Das alles macht Sinn, kann man machen, muss man nicht. Aber ich würde da und jetzt zum letzten Mal meine Hilfe anbieten. Ich bin mit den Jungs und Mädels vom Bund und auch LV in Kontakt und wer da Redebedarf hat oder sich das System der Zusammenarbeit mal erklären lassen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Okay.
Okay, last but not least, der Jaroslav. Und genau. An der Stelle wollte ich noch ganz kurz ausdrücklich mich bei Sandra, Gerrit und Sebastian bedanken, weil ohne deren Beitrag wäre das Video nicht möglich gewesen. Ja. Genau. Das ist doch schön. Beenden wir das mit einer Danksagung und kommen jetzt weiter zum Bericht des Vorstandes, den heute der Dietmar macht. Ja, danke Simone. Ich gucke, dass ich das so kurz wie möglich halte und vor allen Dingen auch so vollständig wie nötig. Fangen wir einmal bitte mit dem Thema Republika und externe Fraktionssitzung in Berlin im Rahmen der Republika vom 5. bis 7.5. ab. Wir haben hier eine Übernachtungssituation für die Fraktion beschlossen für die Zeit vom 4. bis 7.5. Wobei ich erinnern möchte an eine E-Mail von Britta Millauer vom 18. März, in der sie nochmal die verbindliche Abfrage startet, wer denn jetzt wann, wie, wo an der Fraktionssitzung der Externen und dieser Veranstaltung in Berlin teilnimmt. Und möchte nochmal daran erinnern, bitte auf diese E-Mail zu antworten, damit hier eine Planungssicherheit gegeben ist. Ich möchte an der Stelle hervorheben, es gab vereinzelt die Äußerungen, dass also das irgendwie nicht klar gewesen sei, kann ich nicht ganz nachvollziehen, konnten wir im Vorstand auch nicht ganz nachvollziehen, weil die Sache ist nun mal beschlossen und die Planung ist klar und von daher bitte darauf antworten. Auf die E-Mail vom 18.03. von Britta. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, das ist eine Bitte oder Anregung, weil unser PG, der Grumpy, da schon mal auf Schwierigkeiten gestoßen ist im organisatorischen Bereich, fraktionsinneren organisatorischen Bereich. Das betrifft Krankmeldungen. Die werden ja in der Regel, wenn sie denn erfolgen, gerne an uns Abgeordnete nur verschickt. Es ist kein Muss, aber es wäre ein nice to have an dieser Stelle. Wäre sehr schön, wenn ihr vielleicht dann, wenn ihr euch krank melden wollt, damit also auch organisatorisch einiges geklärt werden kann oder auch eben Leute wissen können, was mit jemandem ist, ob er da ist oder nicht da ist, vielleicht diese Meldung an krank@piratenfraktion-nrw schicken könntet. Das, wie gesagt, ist eine Bitte, kein Muss, denn es liegt ja jedem, steht ja jedem frei, hier sich entsprechend zu melden oder es zu lassen. Wenn es nur an PG geht, sprich nur an Grumpy geht, kann das schon mal sein. So zumindest sagt er das. Er ist ja da, aber ich habe mich gebeten, das eben hier auszuführen, dass es zu Komplikationen im organisatorischen Bereich führt. Bitte? Wer Zugriff hat, das weiß ich nicht. Backoffice. Ja. Okay. Ansonsten hatten wir, es gibt die Lippestraße ist fertig umgebaut, da haben ja massive Umbauarbeiten stattgefunden. Es wird dann in den nächsten Tagen, wird es zum Umzug all unserer Mitglieder, beziehungsweise Referentinnen, Referenten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus den jeweiligen PURAs und Enquete-Kommissionen erfolgen, wohl von der ersten, vom Erdgeschoss in die zweite Etage. Und im Zuge dessen kommt es auch wegen Personalveränderungen innerhalb der Fraktion und sinnvoller Umsetzungen, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht namentlich äußern möchte, zu Veränderungen, die ich euch noch in einer gesonderten Mail mitteilen werde, damit alle auch auf einem entsprechenden Informationsstand sind, was jetzt im Zuge dieses Umzugs von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben vonstatten geht. Ja, das wäre es eigentlich. Wenn nicht noch jemand hier schreit, dann würde ich sagen, war es das mit dem Bericht des Vorstands. Dankeschön. Vielen Dank, Dietmar. Lukas, bist du so nett, machst das Mikro aus? Dankeschön. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen zu diesem, Tagesordnungspunkt. Und wir kommen zu Top 3, Nachbesprechung des letzten Plenums. Wer möchte was dazu sagen? Ja,
Ich war nicht da. Dann leg ich mal los. Möchte aber versuchen, so einen Eindruck von außen zu schildern, den ich dadurch unfreiwilligerweise einnehmen konnte. Beschränke mich jetzt an der Stelle tatsächlich so auf die sozialen Medien. Und da ist halt meine Wahrnehmung die, dass ich uns nicht wahrgenommen habe, im Großen und Ganzen. Fände ich jetzt toll, wenn ihr euch beide unterhaltet draußen und nicht irgendwie einfach nur. Ja, das scheint ja auf den Weg gebracht zu sein. Also, Eindruck von außen war eben, dass wir tatsächlich in den sozialen Medien, in dem Fall Twitter und Facebook, was ich verfolgt habe, leider Gottes wirklich wenig drin vorkommen. Und ich möchte das da nochmal dran anschließen, was wir gerade ja auch, oder was ich gerade schon zu Lukas gesagt hatte, beziehungsweise der Grasperin-Kampagne. Lasst uns versuchen, das ein bisschen zu forcieren. Olli habe ich zum Beispiel einige Male wahrgenommen, wo er halt tatsächlich, ja, wo man gemerkt hat, dass er eben aus dem Plenum eben getwittert hat. Das ist jetzt subjektiv, aber fand ich zum Beispiel einige der wenigen interessanten Tweets, die dann in dem Moment von uns abgesetzt wurden. Ich schiebe da gleich auch Eigenkritik mit rein. Ich weiß, dass ich das auch nicht unbedingt vielleicht viel, viel besser mache, wenn ich dann da bin in der Plenarwoche. Aber ich glaube, wir sollten das irgendwie so ein bisschen aufgreifen. Und gerade die Tweets, die dann irgendwie abgesetzt werden und wo man vielleicht wirklich auch erkennt, dass da irgendwie ein bisschen was Spannendes gerade passiert, werden eigentlich auch draußen, zumindest in unserer eigenen Filterbubble, so ein bisschen ja, dann auch aufgegriffen und diskutiert, retweetet und so weiter und so fort. Ich möchte also anregen, dass wir dann tatsächlich ein bisschen mehr, ein bisschen höheren Stellenwert drauf legen. Und damit meine ich ausdrücklich nicht den 20-Piraten-Account, der irgendwie dann twittert, dass jetzt top so und so viel oder irgendwie sowas ist. Ich glaube, das ist jetzt so wirklich spannend nicht. Oliver. Ja, da hat Daniel durchaus recht, denn die Tweets sind zumindest im Piratenumfeld, welche, die durchaus gelesen und retweetet werden. Es gibt tatsächlich auch noch immer noch ein paar Piraten, die den Stream des Plenums angucken. Es gibt zudem noch einen Piraten, die gerne, wenn sie was auf Twitter lesen, den Stream im Plenum nachträglich angucken wollen und denken, das geht noch. Geht ja leider nicht mehr. In diesem Fall war es sehr schade, ist nicht unsere Schuld, aber extrem ärgerlich, dass noch nicht mal am nächsten Tag die Videos zur Verfügung standen. Wie ihr wisst, hatte ich, das meine ich gar nicht die Klingonenrede, sondern hatte ich am Mittwoch drei Dinge, die hätte ich gerne mehr oder weniger sofort rausgehauen, auch als Video, dass da was passiert ist. PKW-Maut war ja zum Beispiel am gleichen Tag im Bundestag, Semesterticket und autonomes Fahren waren auch interessant. Ja gut, es ging dann halt einige Tage später erst, das ist nicht unsere Schuld, aber ärgerlich an der Stelle. Ich würde sagen, insgesamt hat das Plenum sehr gut funktioniert, auch mit unseren Themen und auch mit den Reden. Die haben mir eigentlich alle ganz gut gefallen. Die Anwesenheit bei einigen Tops, die wir selber gesetzt haben, war schlecht. Da kann man was optimieren, sodass wir die vielleicht irgendwie, zumindest unsere eigenen Anträge, muss ja nicht immer jeder Redner von uns gut besucht sein, aber die eigenen Anträge besser bespielen, sodass ein bisschen mehr Stimmung da ist. Es gab ein paar Momente, wo echt ein bisschen Stimmung nicht schlecht gewesen wäre an der Stelle. Dietmar? Ja, all das, was bisher gesagt worden ist, unterstreiche ich gerne, aber
Olli weiß selber, dass mit der Präsenz niemand bleibt, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, aus dem Plenum rum oder keinen Bock hat, sondern die Fülle der Verpflichtungen nebenher, die sich hier aus den Zwängen ergeben, die in dem Hause existieren und auch aufgrund der Anwesenheit vieler Abgeordneter, auch anderer Fraktionen, die eben überwiegend dann nur in den Plenarwochen hier sind oder gerade während des Plenums, um hier entsprechende Dinge zu tun. Betrifft im Übrigen auch mittlerweile die Fokussierung oder die Ballung all der Termine von zum Beispiel anderen Nebengremien wie Parlamentariergruppen etc., die dann alle noch konzentriert in den Plenarwochen stattfinden, 8 Uhr, 8.30 Uhr, mitten am Tag und. Sogar aushäusige Termine von Gruppierungen und Gremien und Ausschüssen, also Dingen, die nicht hier im Landtagsgebäude stattfinden, gibt es zu beobachten. Also von daher, wenn man die Präsenz der anderen Fraktionen ansieht, ist es wahrscheinlich so, dass auch wenn wir mal wenige da sitzen, in der Relation tatsächlich gleich ist. Ja, man muss das einfach mal so sehen, wenn bei der CDU, die über 60 Abgeordnete haben, eben auch nur 3 da sitzen oder 4, hängen die nicht nur alle in der Kaffeeklappe rum, sondern haben eben auch Besuchergruppen, Verbände, was weiß ich, mit denen sie parallel zum Plenum reden. Wir hatten zum Beispiel auch eben auch die große Demonstration hier der Jägerinnen und Jäger, wo eben auch eine Menge Leute während des laufenden Plenums gebunden sind, einschließlich großer Kundgebungsreden, unter anderem auch von Joachim, der ja auch geredet hat, was ich im Vorfeld überhaupt gar nicht wusste, aber ich war dann ganz erstaunt, als ich dich hörte. Und ja, also Dinge, sei es drum. Ich möchte aber eines auf jeden Fall tun, mich ein bisschen einschleimen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, nein, natürlich nicht. Das kommt aus tiefstem Herzen, denn was ich beobachtet habe, die haben alle, soweit ich das überblicken kann, während der Plenarwoche, insbesondere während des laufenden Plenums, bis über übliche Arbeitszeitenden hinaus, wenn ich so zum Beispiel eine HFA-Sondersitzung nach Abschlussplenum, sprich bis 10 Uhr abends denke, während ich glaube Champions League läuft und so, wo andere wirklich in irgendeiner Kneipe sitzen, Fußball gucken, haben alle eine hervorragende, super Arbeit geleistet, die uns als Abgeordnete unterstützt und ohne die eben die Tätigkeit, die wir zu verrichten haben, einfach nicht machbar, umsetzbar und möglich wäre. Dafür, für all die, die jetzt zuschauen und die nicht zuschauen, denen möge es von den anderen vermittelt werden, meinen allerherzlichsten Dank und auch den Dank des Vorstands, wie aber auch, und da spreche ich, glaube ich, im Namen aller unserer 19 Piraten hier in der Piratenfraktion. Danke. Toso. Ja, geht in die gleiche Richtung. Wir hatten diesmal wirklich, glaube ich, fast alle extrem viele Termine nebenher. Hat sich wahrscheinlich einfach wegen der sitzungsfreien Zeit um Ostern rumgedrubbelt. Wir sollten trotzdem versuchen, das zu minimieren, so es in unserer Macht steht. Das wäre schon verdammt schlau. Also ich weiß von mir selber, dann tritt ich wenigstens niemand anderen auf die Füße, dass ich von den 3 Tagen fast 2 Tage komplett abwesend war, wegen anderweitiger Verpflichtungen. Und das ist einfach ein Ding, was wir abschaffen wollten. Da müssen wir uns echt an die eigene Nase packen, das müssen wir ändern. Da müssen wir uns vielleicht einfach nochmal bitte zusammensetzen und überlegen, wie wir das am schlauesten hinkriegen. Dann lohnt es jetzt auch nicht, irgendwie auf irgendeinen Orga-Menschen wie Grumpy oder so einzuhacken und zu sagen, hey, sieh zu, dass das nicht geht. Das müssen wir alle machen. Es macht einfach keinen Sinn, sich einen Timer stellen zu müssen, damit man eben schnell für die eigene Rede, die man halten muss, ins Plenum hetzt. Und sagt man in der Sitzung, wo man gerade ist, ich muss weg, ihr wisst, Rede und so, dann machen die Pause, dann kommt man wieder, dann geht's weiter. Das macht einfach keinen Sinn an der Stelle. Solange wie wir das mit der Bilokation noch nicht auf die Reihe gekriegt haben, sollten wir wirklich daran arbeiten, das zu minimieren. Danke. Da die Streaming-Problematik gerade thematisiert wurde, ich weiß, dass Grumpy gestern bei einem Termin war, wo das auch Thema war. Vielleicht magst du 1-2 Sätze dazu sagen. Ich rutsche mal gerade ins Bild. Danke, Simone. Genau, gestern war die IUK-Runde. Da machen Gerrit und ich noch einen Bericht fertig. Und genau dieser Bereich des Streamings, da hatte ja auch schon beim vergangenen Plenum oder seit der Umstellung auf den neuen externen Dienstleister, den der Landtag hier
benutzt. Das ist der gleiche externe Dienstleister, der auch für den Deutschen Bundestag diese Sachen vorbereitet und überhaupt technisch zur Verfügung stellt. Und Jaroslav hatte da auch sozusagen einen kleinen Fragekatalog nochmal vorbereitet gehabt, denn die Umstellung mit den einzelnen Sälen hier im Haus ist das eine, aber die Plenargeschichte ist das andere. Und ich glaube, es war nicht nur der Verwaltung jetzt ein bisschen peinlich, sondern höchstwahrscheinlich auch dem Dienstleister. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die vertraglichen Regelungen da aussehen. Denn die Zurverfügungstellung der Mitschnitte, die halt nicht mehr direkt erfolgen kann, gibt es noch eine zu klärende Frage. Es soll den halbstündigen Rückblick wieder geben. Das ist ja etwas, was es vorher gab. Das heißt, dass man immer im Rahmen der Zeitreisen im laufenden Stream um eine halbe Stunde zurückspringen kann. Das ist das eine. Und das andere, dass man nochmal schaut, auch auf Bitten aller anderen Fraktionen, ob man den Zeitraum für die Zurverfügungstellung auf den gleichen Tag doch hinbekommt, so wie auch das geschriebene Wortprotokoll bereits nach ein paar Stunden ja vorliegt. Bei einer Videoaufzeichnung sollte dies ja eigentlich auch irgendwie möglich sein, denn auch bei den anderen Fraktionen ist es so, dass man sich ganz bewusst bestimmte Stellen und Momente direkt anguckt, inwieweit sie ja auch politisch verwertbar sind in einer möglichen Folgedebatte am nächsten Tag oder so. Das Thema ist also hiermit auch noch lange nicht durch und wird uns immer wieder am Rande beschäftigen. Schön finde ich halt zu sehen, dass halt alle Fraktionen genau diese Problematik auch auf dem Schirm haben und entsprechende Wünsche geäußert haben. Das beruhigt mich schon mal und zeigt, dass man in diesem Bereich noch viel Luft nach oben hat, auch in Bezug auf Qualität des Streams, auf die Bildqualität, die immer wieder thematisiert wurde zwischendurch. Wie gesagt, da sind die weiter dran. Danke, Grumpy. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zu dem Top. Frank überlegt noch, ob er was sagen will. Jetzt will er was sagen. Haben wir. Bitte. Ja, ich denke, wir reden auch über das Thema Haushalt, oder? Nachtragshaushalt? Oder an anderer Stelle? War das geplant? Mhm. Gut. Ja, ich fand den von uns nicht gut vorbereitet, den Top. Das müssen wir besser machen. Wir haben uns, in der Sitzung brauchbar geschlagen. Aber von der Vorbereitung her würde ich mir wünschen, dass das nächste Mal, dass wir da intensiver uns mit beschäftigen, um es mal so auszudrücken. Okay. Es sind irgendwie relevante Menschen nicht da, aber okay, gut. Dann machst du das Mikro aus, wenn du fertig bist. Danke. Okay, du kannst ja vielleicht nochmal, wenn jetzt gerade die Angesprochenen nicht im Raum, das persönlich nochmal ansprechen. Gut, dann kommen wir jetzt zu Top 4 Umlaufbeschlüsse. Wenn ich das richtig sehe, haben wir nur einen Umlaufbeschluss, der nicht final abgestimmt worden ist. Das heißt, den müssten wir hier noch abstimmen. Und zwar ist das der Umlaufbeschluss von Danneboard, da geht es um das ist die 75903, Ergänzung Abschlussbericht Chemie-Enquete, Einfügen einer Fußnote, da haben wir erst 6 dafür, der Rest hat noch nicht abgestimmt, das heißt, wir stimmen das jetzt ab. Danneboard, möchtest du, nein, oder doch, ist also nur eine Fußnote. Ganz kurz nur sagen, also es geht einfach nur um die Zufügung einer Fußnote mit einem Zitat, das korrekt ist. Also völlig unkritisch für mich. Können wir gerne machen. Wunderbar. Es gibt aber, kann ich gleich noch mal reinplatzen, gerade eben ist noch was gekommen. Die Grünen haben noch weitere kleine Änderungsvorschläge. Die werde ich dann auch noch mal einstellen als Umlaufbeschluss und bitte euch dann aber auch zügig das abzustimmen, weil die halt eine Rückmeldung haben wollen. Alles klar, ja, das heißt es. Aber ich mache einen Umlaufbeschluss und dann kann man ja eben sich durchklicken. Gut, ne? Wir erwarten also noch einen weiteren Umlaufbeschluss, aber jetzt stimmen wir erstmal das Ding ab, weil das ist ja geschlossen. Wer ist dafür, dass bei dem Abschlussbericht Chemie-Enquete diese Fußnote angehängt wird? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ich weiß auch, wie sie aussieht. Ich auch.
Mit Schuh, Nico, oben, kannst du noch nicht folgen, sonst hätten wir es nämlich einstimmig. Er kann sich ja enthalten. Okay. Nico enthält sich, ansonsten war es jetzt einstimmig. Einfach, die hatten sich alle gemeldet. Ach so, okay. Kannst ruhig hierbleiben, es folgen aktuell keine weiteren Abstimmungen, Nico. Ihr könnt die Hände runternehmen, weil es waren ja alle anderen dafür. Dann hat der Frank noch eine Wortmeldung. Genau, zum Thema Umlaufbeschlüsse, weil das betrifft ja auch diesen hier, der ist ja lange genug online gewesen, da hätte man reingucken können, ich habe ihn gesehen. Und es betrifft eine Erfahrung, die wir gemacht haben während der Plenartage. Wir hatten ja einen Entschließungsantrag zum Thema, zu dem Salafismus-Top. Und es war richtig Arbeit, alle dazu zu bewegen, mal reinzugucken in die Beschlüsse und abzustimmen. Das heißt, es war wirklich, man musste einzeln hingehen zu euch, ihr wisst das, ihr habt das gemerkt, und bitten, abzustimmen, damit das dann innerhalb von, ich weiß nicht, 8 Stunden oder sowas erfolgen konnte. Oder vielleicht war es noch ein bisschen länger, ich habe die Zeit mir jetzt nicht gemerkt. Ich habe das bei mir so eingestellt, dass die Meldungen der Umlauf, also der Beschlüsse halt einfach in mein Mailpostfach aufschlagen. Vielleicht ist das bei anderen auch so und dann sieht man das und dann kann man das irgendwie umsetzen. Danke. Appell allgemein war das. Toso. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir mal besprochen hatten, dass wir zusätzlich von demjenigen, der einen Umlaufbeschluss einstellt, außerhalb des automatisierten Redmine-Verteilers noch eine Mail erwarten an die Abgeordneten, dass er sich meldet. Und von daher sehe ich das Problem nicht. Dann Frank. Auch das ist erfolgt, es hat trotzdem lange gedauert. Ja, aber es war dir nur nicht schnell genug. Das ist korrekt, das ist nicht schnell genug, weil wir müssen ja die Abstimmung abwarten, ehe der Antrag eingereicht wird und verteilt wird. So, und wenn das halt über Nacht dauert, bis zum späten Vormittag und der Top wird halt am Nachmittag verhandelt, ist das einfach für die anderen Fraktionen blöd. Toso? Vielleicht ist es dann schlauer, einen anderen Mechanismus zu erarbeiten oder den Punkt einfach vorher fertig zu haben. Das sind die zwei Optionen, die wir an der Stelle haben. Ansonsten wirst du über diesen zeitlichen Drist, dass du den Leuten hinterher telefonieren musst, nie hinauskommen. Das wird nicht anders funktionieren können. Wie soll das auch funktionieren? Es wartet ja nicht jeder vor seinem Device darauf, dass 11:55 noch mal eben was reinkommt, was abgestimmt werden muss. Wie soll das funktionieren, Frank? Frank und dann Daniel, aber wir versuchen jetzt vielleicht nicht so ein Zwiegespräch. Ja, das ist sicherlich müßig. Also wie gesagt, es ist ein allgemeiner Appell, da reinzugucken. Sicherlich werde ich auch mal an den Punkt kommen, wo ich sowas spät abstimme, aus Gründen, keine Ahnung. Ich bin ja nicht der Einzige, der das schon mal gesagt hat. Das ist eigentlich ein Appell an immer wieder gleich, wenn ein Umlaufbeschluss da ist, dann hat das einen Hintergrund, einen Sinn, weil dann hat es nämlich keine Zeit bis zur nächsten Phrase und dann sollte man einfach reingucken und sich dann auch irgendwie äußern. Das wäre einfach toll. Und es gibt nicht, also ich kenne keinen hier, der irgendwie absichtlich irgendwelche Dinge extra spät macht, um andere unter Druck zu setzen, noch abstimmen zu müssen oder sowas. Bis auf Ausnahmen. Okay. Außer unserem Terror-Lukas macht das keiner. So, dann jetzt der Daniel. Ja, Toso, was du sagst, ist sicherlich richtig. Ne, wenn das dann 11:55 ist und so, ist das teilweise ein bisschen blöd. Aber ich bin schon bei Frank, ich glaube, du hast von einem 8-Stunden-Zeitraum für den Antrag eben das gesprochen oder irgendwie sowas. Das finde ich halt schon lang. Also ich bin ganz froh, dass das geklappt hat dann innerhalb von 8 Stunden, weil wir hatten schon viel, viel Schlechteres. Aber ich glaube, das sollte schon möglich sein, da vielleicht innerhalb von 1-2 Stunden dann auch mal, wenn es denn erforderlich ist, auch schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass man hier auch sieht, wenn nämlich diese separate Ankündigung, die du vorhin auch angesprochen hast, Toso, kommt, dann klappt das zumindest mit dem Umlaufbeschluss. Denn
dieser ist zumindest erfolgreich quasi abgeschlossen worden, im Gegensatz dann zu Danebots Umlaufbeschluss, wo eben nicht mehr diese separate Mail nochmal kam, da haben nur, weiß nicht, 5 Leute daran teilgenommen. Also da merkt man schon dann einen Unterschied offenbar. Ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen dran arbeiten und das kann schon funktionieren. Du sagst nein? Okay. Und Toso? Nur einmal nochmal der Rücksprung zu Top 3. Da haben wir eben über Bilokation gesprochen und den doch zu leistenden Arbeitsaufwand hier im Plenum und außerhalb des Plenums während der Plenarwoche. Wenn ich mir dann noch selber ein Bein stelle und dann auch noch sage, ich muss innerhalb von 1-2 Stunden zu Themen, die ich vorher nicht bearbeitet habe, mir eine Meinung bilden und entsprechend abstimmen, dann ist das einfach die Schippe oben auf dem Eselchen drauf, die in der kurzen Zeitspanne nicht leistbar ist. Das muss vorher geschehen. Sonst kann es durchaus dazu kommen, dass es länger dauert mit der Abstimmung oder die Abstimmung halt gar nicht vollendet werden kann. Ich denke, wir hatten hier aber auch, wenn ich mich mal kurz einmischen darf, eine Extremsituation, dass du extrem belastet warst während der Plenartage mit anderen Terminen und wir hier einen relativ kurzen Antrag hatten. Ich denke, wenn sowas aufeinanderprallt, kann das immer mal passieren, aber ich denke, Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Und wir versuchen das einfach weiter mit gesonderten Mails und mit Appellen. Gut, ich sehe keine weitere Wortmeldung mehr zu dem Thema. Dann kommen wir zu Top 5, wo unter Sonstiges Joachim gelistet ist. Ich hoffe, der nimmt das nicht böse. Also, Sonstiges. Joachim, SG Presse, Bund Grasperin. Ich habe das Gefühl, da hast du vorhin schon was zugesagt, aber bitte. Nee, wir haben gestern noch so ein bisschen, Hans-Jörg, mag mich korrigieren, darüber debattiert, wie man das noch effizienter machen kann. Ich will jetzt eigentlich nicht den Ingo übergehen. Ich sage das nur noch mal. Ich habe gestern dann den Vorschlag gemacht und noch mal auf 2 Highlights aus dem letzten Plenum verwiesen. Einmal ein humoristisches Highlight. Oliver Bayer zitiert den klingonischen Philosophen Kagan. Könnte man auch auf der Bundesseite kurz anfeaturen. Und dann die Partycrasher-Nummer von Nico und mir. Da habe ich heute Morgen dem Monopol noch die fertigen Links zu den Videos und allen Kram geschickt, dass die Bundesseite das verbloggen kann. Das wollte ich nur sagen, weil wenn man, glaube ich, entscheidet, was man aus den 4 Landtagsfraktionen, also es gibt eigentlich immer 2 Gründe. Der erste Grund A ist das Thema bundesrelevant, B bringt es, ich sage mal, die Partei als Ganzes nach vorne, wenn man die Arbeit aus dem Landtag so ein bisschen bundesweit kommuniziert. Und ich glaube, die beiden letzten Geschichten, die ich gerade erwähnt habe, gehen genau in die Richtung. Also man muss das noch besser koordinieren, da hat der Ingo völlig recht, aber ich glaube, das könnte ein Weg sein, um gerade Google News besser zu bedienen. Das war's eigentlich. War das ein Zucken oder eine Meldung? Okay, dann Dietmar. Ja, ich hatte leider keine Gelegenheit dabei zu sein. Ein weiteres Highlight, liebe SG Presse, falls jemand zuguckt, ist natürlich auch noch das wiederholte Auseinanderklaffen der, ja, ich sag mal, der Position der Grünen im Land Nordrhein-Westfalen zu allen anderen Bundesländern und Grünen und vor allen Dingen auch der im Bund, hier ganz speziell im Zusammenhang mit Fragen zum Verfassungsschutz. Während also namhafte Politiker, Gründungsmütter und Gründungsväter der Grünen nachgerade gebetsmühlenartig die Abschaffung des Verfassungsschutzes auf Bund- und Länderebene fordern, sitzen die Grünen hier in Nordrhein-Westfalen auf Law and Order und sagen, hier muss Überwachung her, hier muss einfach mehr Verfassungsschutz her, mehr Stellen und so weiter und so fort. Auch das sicherlich im Rahmen der Nachtragshaushaltsdebatte ein, glaube ich, sagen zu können, Highlight, da habe ich also so mindestens so festgestellt oder wahrgenommen, andere auch. Und die Grünen haben da, auch das muss man einfach mal anmerken, es geht hier natürlich auch um eine gewisse politische Meinungshoheit, die hier gerne natürlich durchs Plenum getragen wird. Und gerne mal auch die Protokolle des Plenums zu den Reden oder auch, wie gerne immer wieder gerne gesehen, die Redenprotokolle, die bei uns auf der Homepage
der Piratenfraktion Verzeichnisse nachlesen. Wir veröffentlichen das ja nicht nur, damit es da steht, sondern auch für diejenigen, die keine Zeit hatten, da mal reinzuschauen, was wir als Piratenfraktion so veranstalten während des Plenums. Einfach mal nachzugucken, vielleicht die ein oder andere Rede auch bei YouTube mal nachzuhören und zu gucken, was wir da so erzählen als Zusammenfassung unserer Arbeit. Danke. Toso. Ich habe das mal mit der Echtzeit-Informationsüberwachung gerade gemacht und habe da festgestellt, Dietmar, du hast einen Blogbeitrag auf der Bundeswebseite gewonnen. Ja, du musst ihn nur noch liefern. Zu dem Thema, was du gerade gesprochen hast, lass es einfach abtippen, wird wahrscheinlich reichen. Also die Bundespresse fragt an, ob du das kurz vor schriftlichen, nee, PR02. Also einfach kurz vor schriftlichen, die freuen sich über ein schriftliches Statement an der Stelle. Danke. Ja, vielen Dank, das wäre schön. Moni. Ja, es ging gestern Abend auch darum, dass am 25. und 26. April ein Pressetreffen in Weimar stattfindet und dass wir in NRW hier in der Fraktion gebeten wurden, das einmal zu sagen, also einmal an die Presseleute hier zu geben, ob die da Interesse dran haben. Aber es ist ausdrücklich auch gesagt worden, dass man sich freut, wenn der ein oder andere MDL, der sich für Pressearbeit interessiert, an diesem Termin teilnimmt. Ich gebe das jetzt mal nur so weiter. In Weimar, 25. 26. April. Ja, also geht jetzt nur darum, wer Interesse hat, ich weiß jetzt gar nicht, wer dafür zuständig war, aber ich denke, ihr könnt euch da an den Monopol oder an wen wenden, die wissen alle Bescheid, wenn ihr da Bock habt, da sind halt wohl noch Plätze frei, ihr müsstet das dann nur relativ zügig entscheiden, denke ich. Bitte. Termin? Ja, bitte. Wo wir im terminlichen Teil sind, am 15. bis zum 17., was ist das, März? Ich glaube März, ne? Das wäre in der Vergangenheit. Mai, 15. bis, genau, 15.5. bis 17.5. findet in Marienbad in Tschechien das internationale Kommunalpiratentreffen statt. Man fragt sich jetzt, warum ausgerechnet in dem wunderbaren, aber vielleicht nicht ganz so groß Marienbad. Es liegt daran, weil es da einen Piratenbürgermeister gibt. Also wer sich da einbringen möchte, kann das gerne tun. Es gibt da auch eine gar wundervolle Webseite. Ihr findet das, wenn ihr unter internationales Kommunalpiratentreffen sucht, inklusive Abreisemöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter. Nutzt das, um euch zu vernetzen. Ist eine wichtige Geschichte. Sind auch mit dem Auto nur 6 Stunden, das geht. So, ja, vielen Dank, Toso, für diesen Terminhinweis. Und ich sehe keine weitere Wortmeldung. Wir sind also am Ende von Sonstiges und damit auch am Ende des öffentlichen Teils dieser Fraktionssitzung. Daher ist mein Vorschlag, dass wir jetzt ein Päuslein machen, damit der Jaroslav auch im Grunde alles abschalten und abbauen kann. Und wir haben sonst immer 15 Minuten gemacht. Um 10:55 treffen wir uns hier wieder und gehen dann direkt in den nicht öffentlichen Teil. Dementsprechend allen Zuschauern. Tschüss, bis nächstes Mal.